Freiheit ist ein kostbares Gut, das immer wieder verteidigt werden muss, etwa in der Ukraine heute. Paulus sagt im Galaterbrief, Kapitel 5, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und er mahnt weiter, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Das Fleisch ist begehrlich und macht unfrei. Der Geist ist frei. Der Geist schenkt Freiheit. Paulus lehrt, was er von seinem Lehrer Rabban Gamaliel lernte. Gamaliel sagte, Gott gab die Tora am Sinai, damit Israel in Freiheit leben kann. Diese Freiheit muss immer wieder neu gewonnen werden. Darum ist die Tora in ihr Herz und in ihren Verstand eingraviert. Rabban Gamaliel sagt, nennt es nicht eingraviert, nennt es Freiheit. Das ist ein Spiel mit den Worten im Hebräischen. Denn der einzig wirklich befreite Mensch ist derjenige, der das Wort Gottes lernt. Juden lernen die Tora, Christen die Bergpredigt. Das heißt, jemand, der das Wort Gottes versteht und es zu einem Teil seines eigenen Lebens macht, weil er es verinnerlicht hat, die Geschichte dahinter sieht und die Logik dahinter versteht. Gott sagt in Jeremia 31, ich werde einen neuen Bund mit Israel schließen. Ich werde meine Gesetze in ihren Verstand und in ihre Seelen geben und ich werde sie in ihre Herzen einschreiben. Und dann werden sie mein Volk in völliger Freiheit sein. Wie Juden das Wort Gottes um dieser Freiheit willen lernen, so Christen die Worte Jesu im Neuen Testament. Große Zivilisationen haben Freiheit gekannt und sie verloren. Warum? Weil sie Freiheit für selbstverständlich hielten. Die endete in Ruinen antiker Gebäude. Gebäude halten, aber die Zivilisation geht verloren. Vom jüdischen Volk können wir lernen, wie wir niemals die Freiheit verlieren. Erstens, vergiss nie die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Zweitens, vergiss nie, dies an deine Kinder weiterzugeben. Drittens, erziehe dich und deine Kinder, damit du weißt, dass Freiheit das Resultat der Liebe Gottes ist, der freie Menschen liebt. Während der französischen und der russischen Revolution dachten manche, sie würden die Freiheit erlangen. Die französische Revolution endete in Schreckensherrschaft und die Ermordung der Revolutionäre stand an. Die russische Revolution führte nicht zur Freiheit, sondern zur leninistischen und stalinistischen Tyrannei mit wohl 10 Millionen Ermordeten. Revolutionäre Freiheit beginnt mit Träumen, aber die Träume enden und die Realität bringt neue Probleme für die Freiheit des Volkes. Das Wort Gottes bietet einen echten Zugang zur Freiheit. Freiheit ist harte Arbeit. Es ist die Arbeit des Gedächtnisses, des Erzählens der Geschichte und des Verstehens des Wortes Gottes. Eine freie Gesellschaft bedeutet, dass wir ständig für sie arbeiten und sie schützen müssen. Freiheit liegt in unserer Verantwortung. Sie kann nicht an Regierungen delegiert werden. Wer Freiheit an Regierungen delegiert, verliert sie. Viele afrikanischen Länder bekamen nach der Kolonialzeit demokratische Verfassungen. Oft aber versanken sie diese Länder in Chaos und Tyrannei. Freiheit ist harte Arbeit. Juden haben seit 4000 Jahren nie diese Liebe zur Freiheit und ihr Engagement für Freiheit verloren. Heinrich Heine sagte einmal, seit dem Exodus spricht die Freiheit mit hebräischem Akzent. Wie ein Rabbiner im zaristischen Russland beobachtete, der Zar hat eine Armee
und eine Polizei. Und doch kann man in jedem Haus in Russland illegalen Alkohol finden. Der allmächtige Gott hat keine Armee und keine Polizei. Aber zu Pessach findet sich in keinem jüdischen Haus ein Krümel Chametz. Das ist Freiheit. Sie entsteht aus der freiwilligen Akzeptanz des Wortes Gottes. Diese Art von Freiheit ist trotz harter Arbeit unverwundbar und kann nicht erobert werden.